Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht hier Borderlands 2. So, wir dürfen jetzt rätseln, ist das geil. So, wir haben hier so ein komisches Ding. Und wir haben da hinten ein Rad, wo man dran reden kann. Gibt's denn hier? Aha, nischt. So, was passiert? Na gut. Was macht das Rad nochmal? Hey! An die Waffen, Brüder! Musst du dich zu den Aua! Zum Teufel mit dem ersten Gesetz! Okay. Das war's. So, was haben wir hier? Ein paar Granaten. Sind wir voll. Und ein paar Flammenwerfer hier. Aber die will ich eigentlich gar nicht. Die. So, Razor Rifle. Und nix. Okay. Hat er da irgendwas bei sich? Mies aus, hä? Na ja, lass mal das. Okay, wir müssen jetzt noch hier diese außerkörperliche Erfahrung von dem Roboter beenden. Der möchte seinen KI-Kern in ein leeres Gehäuse eingesetzt haben. Boah, hier geht's ab. Das ist der Akku-Lärm. Domo arigato, ihr Penner! So, ein Jahr im Rücken. Oh, großer Hirnschaden. Das merkst du mir. Dass wir irgendwann mal wieder in gepanzerten haben oder so, können wir dem auch eine Granate reinschmeißen. Okay. So. Nur allzu ungern erinnere ich mich hier an die. An dieses Ding. Hä? Ach, da oben. Also ungern erinnere ich mich hier, da bin ich ganz schön oft gestorben. So. Hoppala. Doink. Doink.
drüben sind schon die nächsten. Ach ja. Ist ja nicht. Fast. Okay. Oh, langsam geht die Muni aus. Oh, falsche Taste. Nummer 5 lebt! Au. Scheiße. Okay. Geschafft. Glücklicherweise zählen die Kills von Deathtrap mit mal wieder eine Nachricht von Markus, hä? Ihre Waffen sind verdammt nochmal zu gut. Aber ich habe die Lösung für dieses Problem. Reißt euch zusammen und hört auf, ständig zu sterben. Und hört auf, vorzuschlagen, dass wir Waffen von diesem Penner Marcus kaufen. Er lebt in Sanctuary, also ist er genauso ein hinterhältiges, selbstgefälliges Arschloch wie Roland. Und seine Raiders. Okay. So, jetzt habe ich natürlich das Problem bisschen, dass ich hier nicht mehr viel Energie habe. Bedeutet, ich muss mal nachladen. Und hier diese Pens nehmen. Noch einer. Sehr schön. Wie schlecht war das denn? So. Granate. Nicht aufhören. Yeah. Fertig. Okay. Wo ist bist du? So, da ist noch einer. Zack, Headshot. So, Team, maximale Gesundheit. Brauche ich nicht, weil ich kein Teamspieler bin. Ich bin so kein Teamspieler. Nein, Quatsch. Ich würde schon gerne Borderlands 2 zusammenspielen. Ja. Aber das Problem ist einfach, dass ich A, keinen so richtig kenne oder habe, den ich jetzt mit dem ich zusammenspielen könnte. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch kein Problem, habe ich ja Minecraft schon gemacht, irgendwie im Let's Play Forum zu fragen. Aber da ist das Problem, dass einfach. Dass ich aktuell ein bisschen unflexibel bin, was Aufnehmen anbelangt.
Aua. So. Ich bereue alles. Zerstört das System. So, noch eine Granate. Uiuiui. Hey, was war das? Zack, Granate. Ja, die Granate ist auch ziemlich lustig. Okay. Nein, seit der Geburt meiner Tochter bin ich ein bisschen unflexibel, was Aufnehmen anbelangt. Jetzt zum Beispiel ist meine Frau mit meiner Tochter gerade unterwegs, da habe ich ausreichend Zeit und Ruhe, auch aufzunehmen. Aber wenn sie da ist, dann kann ich nie wirklich aufnehmen, weil sie dann rumschreit eventuell. Das heißt, ich kann es erst machen, wenn sie im Bett liegt, aber dann darf ich... Da kann ich auch nicht wirklich aufnehmen, weil das Problem dann eben ist, dass ich... oder den kann ich schon aufnehmen, aber das ist eben nicht so laut, wie man das vielleicht wünscht. Ja? Ach, da hinten. Okay. Und das ist halt ein bisschen doof. Und wenn man jetzt aber mit jemandem zusammen das aufnimmt, dann möchte man sich ja wenigstens ein paar Zeiten ausdenken. So. Das... Das Problem ist auch, wenn ich sozusagen jetzt, selbst wenn ich jetzt eine Zeit ausmache und sage, ja okay, jetzt können wir spielen oder so, wenn dann irgendwas dazwischen kommt, weil zum Beispiel meine Tochter plötzlich schreit und hier und gefüttert werden will oder so, dann muss ich sozusagen die Aufnahme kurzzeitig beenden. Ruft lauter Jungs, Markus kann uns nicht hören! Waffen! Da muss ich sozusagen eine Pause machen und das wäre dann ein bisschen unfair für denjenigen, mit dem ich das aufnehme, weil der dann sozusagen auch erstmal eine Pause machen muss. Das ist nicht so einfach und nicht so schön. Und deswegen spiele ich es eben alleine. So, ich überlege. Hier war noch, glaube ich, Roboter. Das heißt, ich kann mal diese
korrosive Granate benutzen. Und vor allen Dingen werde ich jetzt wahrscheinlich gleich gegen einen Roboter kämpfen müssen. Weil ich glaube nicht, dass der einfach mal so... Oh, scheiße. Ich glaube nicht, dass der mal so einfach so jetzt mal ganz schnell... Moment, wo ist meine Waffe? Hä? Dass der jetzt einfach so hier das Ding einsetzen lässt, sich... Und dann nie weiter nichts macht. Hä? Wo sind die? Ist sie wieder hier irgendwo irgendwo hingeschmissen? Ah, hier. Weil du die manchmal hinschmeißt und dann suchst du die Blöde. Bloß weil du hier zu lange auf E gedrückt hast. So. Muss ich mal ganz kurz eine Pause machen? So, weiter geht's. Ja, ist genau das passiert, was ich... Was ist passiert? Da war genau das... Genau das passiert sozusagen, was ich, was angekündigt wurde quasi. Ja, da ist die Frau nach Hause gekommen. Da muss ich eine kurze Pause machen. So. Okay. So, was nehmen wir denn jetzt? Muss ich mal gucken, eine andere Waffe. Vielleicht mal die Boss kennen, hä? Oder hier die ist doch gut. Na, und dann hier die Boss kennen. Wo ist sie? Wo ist meine Boss kennen? Ja. Okay. So. Uiuiuiui, hier geht's los. Mach dir Gewohnheit. Bitte hilf mir. Ich brauche immer noch einen neuen Körper. Der will jetzt erst nochmal geholfen werden. Ich denke wohl eher nicht, hä? So, was haben wir jetzt? Karte? Da hinten. Naja, da probieren wir es, hä? Mann! Voilà, weg da. So. Dann nochmal eine andere Waffe nehmen. Die ist nie so gut jetzt. Vielleicht. Ach komm, hier. Okay. Und statt der Bosskanne nehme ich wieder die Fleisch. Die gut gegen Fleisch Sniper. Da ist der Timer auch abgelaufen. Aber das machen wir noch fertig.
Außerdem. Hä? So, hier. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Uiuiui. Denk wohl nicht. Also ja, für dich vielleicht. Zack. Oh, was für ein Blutfleck. So. So, so. So einer bist du also. Moment. Wieder an der Waffe. Ab gegen Schilde. Und das können wir hier wieder die Bosskerne nehmen, hä? Aua. Nummer 5 lebt! Ich habe aber die falsche Kanale gehabt. Ich wollte ja hier die Korrosion wieder haben. Na gut. Aber Junge! Ach Mensch. So, jetzt soll man ein Radio finden. Sag bloß, ich muss ja den ganzen Mist wieder zurücklaufen. Na gut. Da laufen wir also zurück. So, und dann werde ich heute Abend werde ich schon ein bisschen, hoffentlich schaffe ich das, The Secret World aufnehmen. Ja, werde ich mal ganz neu durchstarten. Ich esse den ganzen Weg dahinter laufen, ey, das ist ja ein Mist. So, ich würde sagen, das machen wir aber nicht mehr in der Folge, sondern ich mache jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bye bye, tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Tschüss.